Boah, ich würde wirklich so gerne wissen. Warte mal. Ich würde wirklich so gerne wissen, wie viele Leute haben sich das für 50 Euro gekauft. Wirklich, also ich würde es gerne wissen. Ich würde gerne den da und den da. Das ist, glaube ich, geiler. Dann hast du links, rechts so, weißt du? Ich glaube, das ist cooler. Ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Oha! Okay, das ist geil. Action! Feuer, Baby! Ah ne, nicht zu viel. Ist halt Deckfahrt dagegen irgendwas? Ne, perfekt. Okay, das sieht schon geil aus, wenn du sowas ausblendest. Oha, das kannst du auch noch wegmachen. Ne, das ist ja doof. Guck mal, er holt es einfach nach vorne. Ne, den lassen wir ruhig. Das ist viel geiler jetzt, wenn ihr das selber setzt. Alter, da sehe ich mich ja drin im 12-Stunden-Stream, ne? Nochmal Feuer hier. Ja, das war wieder zu... Okay. Hackelt auch so ein kleines bisschen, wenn du ankommst am Bahnhof, so, ne, gerade beim Bremsen. Da hat er auch nicht so den Bock drauf. Ich muss das mal gerade runter machen. Ich gehe mal gerade bei TikTok rein, habe ich ganz vergessen. Obwohl er wenigstens nur einen Tippets heute ab. Aber kann sein, dass er vielleicht dann richtig anfängt zu ruckeln, ne? Also, an sich ist es ein geiles Spiel, ne? Also, man könnte es ein bisschen geiler noch machen, ne? Dass du vielleicht auch gucken kannst, da bei den Leuten so ein bisschen hin und her. Das wäre cool. Ja, selber die richtigen Türen aufmachen und sowas, ne? Vielleicht auch noch Karten abstempeln oder so. Und, oh. Und ich glaube, du musst ja auch nicht auf die Signale achten oder so, ne? Wichtigste Signale oder sowas, ne? Ich glaube, ich weiß nicht, kennt einer von euch den Typen von TikTok? Das, ich glaube, der hat irgendeine Krankheit. Der sitzt immer in seinem Schreibtischstuhl und spielt auch immer sowas. Und der hat da so ein Seil hängen. Und der macht ja immer an diesem Seil so... Da kommt immer ein richtiger Sound und dann macht er auch immer so mit der Hand diese Regelbewegung, ne? Oh. Hey, hey, hey. Der macht immer so eine Regelbewegung, aber da ist kein Regler. Der tut immer nur so, als wäre er ein Regler. Und dann sitzt er da mal und winkt auch immer so den Leuten zu am Bahnhof. Wo da ja keiner ist. Ja. Da ich mir mal zwei Videos von denen angeguckt habe, habe ich mir ständig diese Videos schon gezeigt.
Nein, danke. Pet Dance Shop. Ich möchte dir kein Follow geben. Du könntest mir einen Löwe geben. Dafür kriegst du vielleicht eine weniger im Nacken. Ja, Speed ist zu hoch. Okay, ist leider nicht grün. Aber wird ein bisschen besser. Erstmal Vollpower. Also es macht schon so an sich Spaß, aber ich denke mal nicht, dass das was... Ich überlege auch gerade, ob das was ist, wo wir am Donnerstag dann nochmal reingehen. Nichts gegen Stern, nicht sein Wunsch, um Gottes Willen. Ja, aber ich frage mich nur, ob das Sinn macht. Muss nur ab ins Bett, Nachti, und euch noch viel Spaß. Sternig, Dankeschön, dir noch einen schönen Abend. Ja, und später eine ruhige Geschichte. Ich weiß es nicht, klar, Sternig hat 100.000 Kanalpunkte dafür eingesetzt, ne? Jetzt hat er erst 20 Minuten gesehen, weil er früh raus muss. Aber er kann sich auch auf die Tourbank gucken bei mir. Noch dann, zusätzlich danach. Übrigens, falls mir noch keiner bei... Falls es noch jemanden bei euch geben sollte, der mir noch nicht folgt auf YouTube... es fehlt noch einer, dann habe ich 600. Wäre ich sehr dankbar. So viel zum Thema, dass ich dieses Jahr die 1000 haben wollte. Ah, ah, ah. Warte, ich in Folge, dann fehlen wieder zwei. Ah, das ist sowieso die, wenn ich da die 600 habe, dann in Folge wieder alle, dann hast du wieder 599, dann hast du wieder 598, dann wieder 99, das geht die ganze Zeit so. Du kriegst, ja, mal ein paar dazu, ich hatte auch schon mal Tage, da hatte ich 4, 5 weniger, ne? Also 4, 5, die mir in Folge sind. Ja. Hast du auch ganz oft, ja. Aber diesen Monat läuft bei YouTube gar nicht so schlecht. Trotz dass Minecraft nicht da ist, könnte das einer der besten Monate, die letzten 6 Monate sein. Ja. Weil nachdem Minecraft heraus war, erstmal, ne, hat man schon gemerkt, die Aufrufe wurden ein bisschen weniger. Auch bei anderen Spielen. Ne? Mittlerweile ist es ja ein bisschen besser geworden. Was richtig krass ist, der Kaffee-Owner-Simulator. Der zieht gerade irgendwie richtig, keine Ahnung, ob es irgendwie so ein geiles Update gab. Ich weiß es nicht. Auch der Taxi-Simulator ist krass. Und auch hier Lost in Trash, die erste Staffel, war auch kam auch ganz gut an. Oh was? Ich kriege sogar Strafpunkte für die Hupe benutzen? Ernsthaft, ey. Ich kriege Strafpunkte, wenn ich zu viel hupe. Also, du kannst den aber auch nicht halten, ne? Du musst immer hin und her.
Geh mit dem Reglas. Vollkommen richtig, immer diese Lärmbelästigung. Moin, Meister. Nur die arbeiten da einfach, ich fahre hier mit dem Zug lang. Die Gegend ist schon geil, ne? Japan wäre, glaube ich, auch so ein Land, wo ich gerne mal hinwollen würde. Doch, würde ich mir auch gerne angucken. Lieber als Spanien. Nicht wegen Fußball. Aber lieber, weil mein Bruder jetzt die Nacht nach Spanien fliegt. Ich wäre da eher für Japan, China, Amerika, sowas, ne? Weiß ich nicht. Ich musste kein warmes Land haben, wo mir der Arsch kaputt schwitzt. Oha, ich muss hier bremsen. Oha, ich bin zu weit gefahren. Scheiße. Ich wusste nicht, dass das schon die Endstation ist. Verdammt. Aber ist completed. Aber war da auch ein B, ist doch super. So, die hatten wir gerade hier. Ah, das sind die einzelnen Abschnitte, ne? Wieso? Wieso kann ich jetzt nicht zerdrücken hier? Warum ist denn die Texte alle so übereinander? Ich komme jetzt in die Umzug da rein. Hallo? Ah, alte 4, dann geht das. Ich starte es natürlich neu, ne? Um Gottes Willen. Wir werden das schon durchziehen. Schon 4 Errungenschaften. Sonic Power. So, vor zum Sonntag. No loading. Now. Moin, moin, daher. Moin, moin, Mark. F2.0. Hallo Marc, grüß dich. So. Und rein in den Lachs. Marc, alles gut bei dir? Ja, ich weiß, die Türen sind noch offen. Mach doch die Türen zu. Alles bestens, sehr schön. Sehr, sehr schön. Türen einfach mal aufmachen bei der Fahrt. Dann streamst du wieder den Supermarkt-Simulator. Morgen.
Morgen 19.10 Uhr. Also ja, 19.20 Uhr. Ich gehe meistens immer erst so um 20 nach 30. 20, 30 gehe ich meistens erst bei TikTok rein. Vorher dann YouTube erst und Twitch. Aber so, aber spätestens 19.30 Uhr morgen. Warum blinkt der da rot und da ist blau? Heute ist ein Spiel dran, was sich jemand bei Twitch gewünscht hat für 100.000 Kanalpunkte. Darum ist es heute dieses Spiel. Ich will nicht sagen, freiwillig würde ich es nicht spielen. Wahrscheinlich hätte ich es nicht gespielt, weil ich es nicht kannte. Mal kurz hupen. Wenn wir sie haben, können wir sie auch nutzen.